Hallo zusammen, wir sind Betty und Alex aus der Yogaschule Yoga Lila in Neuss und wir haben heute für euch die Sequenz Vital Altern. Betty wird demonstrieren und ich werde die Sequenz anleiten. Gut, dann fangen wir an. Du brauchst für die Sequenz 2 Klötze, 3 Decken, einen Gurt und einen Stuhl. Es eignet sich dafür eigentlich, am besten geeignet wäre natürlich ein Yogastuhl. Es eignet sich dafür aber prinzipiell jeder Stuhl mit einer ausreichend breiten Sitzfläche, den du zu Hause hast. Wir beginnen im Sitzen und Betty wird das zuerst mit dem Stuhl, den du vielleicht zu Hause im Wohnzimmer oder am Esstisch bei dir findest, zeigen. Und zwar setzt du dich, genau so wie sie es getan hat, breitbeinig hin. Du schließt die Füße so weit, dass du mit den inneren Oberschenkeln einen leichten Kontakt zu der Lehne bekommst und schaust, dass die Mittellinie der Zehen, um genau zu sein, die Mittellinie der zweiten und dritten Zehe in etwa in der gleichen Linie wie der Oberschenkel verläuft. Gut, das wäre die Variante mit dem Stuhl, den du zu Hause hast. Solltest du über einen Yogastuhl verfügen, dann nimmst du dir jetzt diesen Yogastuhl und steigst in den Stuhl ein. Setz dich mittig auf die Sitzfläche, hab die Fersen unter den Knien platziert, hab die Füße hüftweit geöffnet und hab die Außenkanten deiner Füße parallel zueinander ausgerichtet. Dann spreiz die Finger auf und bring die Hände von vorne gegen die Lehne. Drück mit der Hand Ferse gegen die Lehne. Komm nochmal zurück zu deinen Füßen. Bring das Gewicht vom Außenfuß über den Fußrücken auf den Innenfuß. Drück vom Großzehballen und auch der Innenferse in den Boden. Nimm wahr, wie die Sitzbeine dadurch präsenter werden. Und richte dich aus dem Widerstand der Sitzbeine heraus auf. Drück von den Handfersen gegen die Lehne, ohne dass die Schultern zu weit nach hinten gehen. Halt die Schultern über der Hüfte positioniert. Beginn dann mit den Händen die Lehne auch nach außen zu ziehen und nach unten zu ziehen. Spüre, was das in deinen Schultern, in deinem Oberkörper macht. Und dann verliere nichts davon, wenn du die Hände hinter die Lehne kippst. Die Finger bleiben aufgespreizt und du ziehst mit der Handferse oder vielleicht auch etwas mit der Handinnenfläche, je nachdem wie es bei dir jetzt auskommt, den Stuhl zu dir hin. Halte die Schultern über der Hüfte. Bring nicht die freien Rippen nach vorne. Und wieder zieh mit den Händen die Lehne nach außen und unten. Blick weich, Kehle weich, Bauch weich. Und dann halte all das, wenn du die Hände vom Stuhl löst, die Arme nach hinten ausstreckst, im 30-35 Grad Winkel zur Seite, Finger bleiben aufgespreizt, nimm die Arme ruhig etwas höher, Betty, und dann bring die Arme nach hinten, bis du die Schulterblätter im Rücken spürst. Halte die Haut im Gesicht weich, am Hals weich, am Bauch weich. Nimm die Öffnung in deiner Vorderseite wahr, die Brustmuskeln, der obere Teil des Oberkörpers. Und dann halte das und bring die Hände vor der Brust zusammen. Namaskarasana. Schließe die Handinnenflächen gleichmäßig zueinander. Und stütze mit der Daumenwurzel das untere Brustbein leicht aufwärts. Gleichzeitig hebt das Brustbein in die Daumenwurzel hinein. Behalte den Kontakt der Füße zum Boden. Und dann mit weichem, entspanntem Blick erlaubt den Augen sich, den Augenlidern sich ganz sanft zueinander zu schließen. Nimm dich in der Auf- und Ausrichtung wahr.
Spür den gleichmäßigen Druck der Handinnenflächen zueinander. Wie kannst du den Druck der Hände zueinander nutzen, um die gleiche Öffnung von Schultern und oberen Teil des Oberkörpers zu erreichen, die du gerade eben schon gespürt hast? Halt die Augen auf Augenhöhe entspannt. Und dann sitzen wir eine Minute in Ruhe. Deine nächste Ausatmung etwas tiefer werden und in einer Geste der Dankbarkeit vor deinem eigenen inneren Selbst, neig das Kinn in Richtung Herzen. Sieh den Raum in deinem Herzen. Erlaub den Händen, sich dann auf den Oberschenkeln abzulegen. Hab die Handrücken auf den Oberschenkeln. Lass die Augen sich öffnen. Und ganz in deinem Rhythmus heb den Kopf. Dann streck die Arme noch einmal zur Seite aus. Bring die Arme noch einmal nach hinten. Spreiz die Finger wieder auf. Öffne die Handinnenfläche vom kleinen Finger zum Daumen. Dann bring die Arme auf Höhe der Schultern und in Linie mit den Schultern. Komm zu Parashvahasta und spreiz die Finger weiter vom kleinen Finger zum Daumen auf. Und mit dieser Bewegung bring die Arme nach oben hoch. Komm zu Urdhvahasta. Strecke die Arme nach oben. Lass die Ellenbogen verriegelt. Von den Sitzbeinen aus streck hoch in die Kleinfingerseite. Bring die Arme dann wieder zur Seite. Streck die Arme nach vorne aus und komm zu Badangulyasana. Schieb die Finger ineinander. Dreh die Handinnenflächen aus, drück die Daumenspitzen aufeinander und drück mit den Fingerunterseiten in die Handrücken. Öffne die Handinnenfläche so vollkommen. Spreiz die Handinnenfläche wieder auf, vom Daumen zum kleinen Finger. Zieh den kleinen Finger ran. Halt die Arme gestreckt. Halt die Ellenbogen verriegelt, weich nicht mit den Schultern aus und dann bring die Arme zu Urdhva Badangulyasana nach oben. Wenn du kannst, bring die Arme hinter die Ohren. Dann bring die Arme wieder nach vorne, dreh die Hände zu dir. Wechsel die Verschränkung der Finger, sodass der andere kleine Finger unten ist. Dreh die Hände erneut aus, halt den Kontakt der Daumenspitzen aufeinander. Wieder zieh den kleinen Finger ran, halt die Ellenbogen verriegelt, weich wieder nicht mit den Schultern aus und bring die Arme nach oben hoch. Urdhva Badangulyasana, auf dem Stuhl sitzend. Innenfuß aktiv. Dann bring die Arme wieder zurück nach vorne, löst die Hände und komm aus dem Stuhl heraus. Stell den Stuhl einen Augenblick zur Seite und komm zu Tadasana. Stell dich mit hüftweit geöffneten Füßen auf deine Matte,
Hab die Außenkanten deiner Füße parallel zueinander ausgerichtet und bring die Hände einen Augenblick lang auf die Hüfte. Dann schau ruhig einen Augenblick deine Füße an. Spreiz die Zehen auf. Dann beug dein rechtes Bein, öffne die Fußsohlen, beug dein rechtes Bein, heb die rechte Ferse hoch, spreiz den Ballen in den Boden, schau, dass dieser Druck in den Boden dir hilft, die Zehen aufzuspreizen. Und dann halt die Haut am Ballen verhakt, wenn du die Ferse weit nach hinten ziehst und so die Fußsohle ganz öffnest. Und dann wiederhole es in deinem Rhythmus auf der linken Seite. Beug das linke Bein, drück den Ballen und zieh die Fußsohle auf. Nimm die Veränderung wahr. Und dann öffnen wir die Füße noch einmal. Diesmal halt die rechte Ferse gedrückt. Heb jetzt den rechten Bein hoch, spreiz die Fußsohle auf, spreiz die Zehen auf, mit der verhakten Ferse zieh den Ballen weit nach vorne raus und leg den Ballen wieder ab. Und erneut wiederhole auf deiner linken Seite. Dann streck die Arme nach unten aus. Mit dem Schneiden der Außenfußkanten bring das Gewicht auch auf die Fersen. Und dann komm über den Fußrücken auf den Großzehwand die Innenferse. Schau, wie weit du alle vier Fußpunkte in den Boden hineinbringen kannst. Von hier aus bring die Arme dann nach vorne und streck die Arme mit verriegelten Ellenbogen nach oben hoch zur Decke. Von den Fersen streck hoch in die Kleinfingerseite. Deutlich die Fersen drücken. Weich nicht mit dem Gewicht nach vorne aus. Dann bring die Arme wieder nach vorne, löst die Hände und wir gehen einen Schritt zurück zur Wand. Stell dich mit dem Rücken an die Wand. Halt die Füße hüftweit geöffnet. Wenn du das Bedürfnis hast, die Fußsohle nochmal zu öffnen, mach das in deinem Rhythmus. Betty. Dann streck die Arme nach vorne. Wir kommen noch einmal zu Urdhva Badangulyasana. Schieb die Finger wieder ineinander. Dreh die Handinnenflächen aus. Du kennst es schon. Und dann mit dem herangezogenen kleinen Fingern und den verriegelten Ellenbogen bring die Arme nach oben hoch. Kannst du den Rücken ganz an der Wand lassen? Nimm wahr, wo es dir schwerfällt, den Rücken an die Wand zu bringen. Bring die Arme wieder nach vorne und löst die Finger einen Augenblick. Wenn es dir jetzt sehr schwer gefallen ist, den Rücken an der Wand zu halten, mach einen Schritt nach vorne, 1 bis 2 Zentimeter, bring die Fersen weg von der Wand. Dann streck die Arme nochmal nach vorne aus, wieder schieb die Finger ineinander, diesmal auf die andere Art und Weise, dreh die Handinnenflächen aus, Daumenspitzen in Kontakt zueinander. Nimm nochmal den ganzen Rücken an der Wand wahr. Schau, wie viel du von deinem Rücken, vor allem von der Lendenwirbelsäule, an den Rücken an die Wand bringen kannst. Und dann wieder mit dem Druck der Fersen bring die Arme hoch. Der zweite Durchgang von Urdhva Badangulyasana. Dann bring die Arme wieder zurück nach vorne. Dreh die Handinnenflächen zu dir. Löse die Hände und löse auf. Gut, wir kommen zu einer kleinen Sequenz mit Stuhl. Du hast dafür den Stuhl und stellst den Stuhl mit der Lehne an die Wand. Und wir werden immer wieder in dieser Sequenz zur Vorbeuge, Uttanasana, und dem Hund, Adho Mukha Svanasana, zurückkommen. Diese beiden Elemente zeigen wir jetzt einmal kurz. Du hast für die Vorbeuge Uttanasana die Füße hüftweit geöffnet, die Hände schulterweit geöffnet und du spreizst die Finger auf. Der Rücken ist parallel zum Boden, ist gerade. Wenn du die Hände so lassen kannst, lässt du die Hände so und kommst zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Adho Mukha Svanasana. Schau, dass der Oberkörper und die Oberschenkel einen rechten Winkel haben. Wenn du die Hände jetzt nicht flach auf dem Stuhl lassen kannst,
Bring die Handferse von vorne gegen die Kante der Sitzfläche. Wenn das auch nicht möglich ist, greif die Sitzfläche von außen. Dann mach wieder einen Schritt nach vorne. Komm wieder zu Uttanasana. Hab die Hände wieder auf dem Stuhl und spreiz die Finger auf. Schneid die Außenfußkanten in den Boden, bring das Gewicht erneut vom Außenfuß auf den Innenfuß, drück die Fersen, drück die Oberschenkel nach hinten, drück die Handferse in den Stuhl und zieh mit den Händen den Stuhl zu dir hin. Gut, und dann mach mit dem rechten Fuß nochmal einen Schritt zurück und bring den linken Fuß hinterher. Komm noch einmal zu Adho Mukha Svanasana. Streck dich aus. Hab die Hände so, wie du es jetzt brauchst. Fersen drücken deutlich und bring die Sitzbeine hoch zur Decke. Von den Händen arbeite genauso deutlich zurück. Schau, dass du nicht durchhängst. Mach eine gerade Streckung zurück. Und dann bring den rechten Fuß wieder nach vorne und bring den linken Fuß hinterher. Wieder die Vorbeuge, Uttanasana, richte dich gerade aus, heb den Blick zur Wand, drück von den Händen und zieh zurück. Nimm wahr, wie deine Schultern beginnen zu arbeiten. Und bring den linken Fuß wieder zurück und bring den rechten Fuß hinterher. Adho Mukha Svanasana, der Hund mit dem Kopf nach unten. Beine gestreckt, Oberschenkel drücken zurück. Gerne heb noch einmal den Kopf, um den Rücken ganz gerade zu machen. Und dann halt den Rücken so gerade und lass nur den Kopf wieder gehen. Und bring den linken Fuß nochmal nach vorne und bring den rechten Fuß nochmal nach vorne. Wieder Uttanasana, halbe Vorbeuge. Schau die Wand an, drück die Oberschenkel zurück, drück von den Händen und zieh mit den Händen die Schultern, den Stuhl zurück. Dann bring den rechten Fuß wieder zurück, bring den linken Fuß zurück, komm wieder zu Adho Mukha Svanasana. Und mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne, mittig zwischen die Stuhlbeine. Und beug das Bein, setz dich tief. Und bring das rechte Bein wieder zurück. Mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Bring den linken Fuß mittig zwischen die Stuhlbeine. Beug das Bein, setz dich tief. Häng nicht in den Schultern, heb dich raus. Und bring das linke Bein wieder zurück. Adho Mukha Svanasana. Und noch einmal, bring das rechte Bein mittig zwischen die Stuhlbeine nach vorne. Zieh vom rechten Außenknie den Oberschenkel in die Hüfte zurück und streck die linke Ferse, Wade in die Ferse. Und bring das rechte Bein wieder zurück. Komm wieder zu Adho Mukha Svanasana. Und mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Mittig, zwischen die Stuhlbeine. Zieh vom linken Außenknie den Außenoberschenkel in die Hüfte zurück und streck die rechte Wade in die Ferse. Häng nicht in den Schultern. Und bring den linken Fuß wieder zurück. Adho Mukha Svanasana. Und mach mit dem rechten Fuß nochmal einen Schritt nach vorne. Bring den linken Fuß wieder hinterher. Uttanasana. Blick nach vorne gehoben. Und dann bring noch einmal den linken Fuß zurück. Und bring den rechten Fuß wieder zurück. Komm wieder zu Adho Mukha Svanasana. Jetzt hör erst zu. Mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt außen neben die Matte. Wenn du kannst, bring ihn neben den Stuhl. Und hab das rechte Bein gebeugt. Setz dich tief. Häng nicht in den Schultern. Zieh wieder vom rechten Außenknie den Oberschenkel zurück in die Hüfte. Und streck die linke Wade wieder in die Ferse. Setz dich tief. Und komm zurück. Adho Mukha Svanasana. Und bring den linken Fuß nach vorne. Wieder. Linkes Außenknie zieht in die Außenhüfte zurück. Streck die rechte Wade in die Ferse. Und häng nicht in den Schultern, heb dich raus. Und bring das linke Bein zurück. Adho Mukha Svanasana. Dann bring das linke Bein wieder nach vorne, bring das rechte Bein hinterher. Komm zu Uttanasana, der Vorbeuge. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir kommen in die volle Vorbeuge. Lauf mit den Händen entlang der Lehne abwärts. Und schau mal, ob du die Stirn oder vielleicht auch die Schädelkrone auf dem Stuhl zum Ruhen bringen kannst. Das hängt jetzt davon ab, wie gut du dich vorbeugen kannst, was abwärts kommt,
Wenn der Kopf nicht auf dem Stuhl ankommen sollte, hab etwas mehr Abstand zum Stuhl, greif die Ellenbogen und setz die Unterarme auf dem Stuhl auf. Und wenn der Kopf jetzt immer noch nicht auf einer Ablage zum Liegen kommt, dann nimm die Füße breiter auseinander. Passives Uttanasana, passive Vorbeuge. Dann komm langsam wieder zurück, richte dich auf. Mach noch einmal einen ganz kurzen Hund, bring die Füße nochmal zurück, nach hinten auf die Matte, find nochmal deinen Abstand und jetzt merk dir diesen Abstand. Merk dir, wo deine Fersen platziert sind. Dann mach einen Schritt nach vorne, hab die Blöcke und platziere die Blöcke genau da, wo die Fersen waren. Sodass du die Mitte der Fersen auf die Kante der Blöcke setzen kannst. Wenn du unsicher bist, was jetzt kommt, schau einmal, wie Betty es macht. Mach noch einmal den Hund mit dem Kopf nach unten. Und ihr seht, die Spitze der Ferse, der knöcherne Kontakt der Ferse, ist auf der Kante des Blockes. Die Fersen sind mittig jeweils zu den Blöcken ausgerichtet. Dann komme die Haltung. Jetzt halte den Kontakt deiner linken Ferse zum Block, verliere diesen Kontakt auf keinen Fall und mach mit dem rechten Fuß wieder einen großen Schritt mittig zwischen die Stuhlbeine. Halt den Kontakt deiner linken Ferse. Linkes Bein gestreckt. Dann bring das rechte Bein wieder zurück. Halt den Kontakt der linken Ferse. Mach mit dem linken Fuß den Kontakt der rechten Ferse und mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Setz dich tief. Rechte Ferse drückt. Rechte Ferse ist die erste Priorität. Das hintere Bein ist das Wichtigere. Wenn du nicht so weit nach vorne kommst wie eben oder nicht so weit beugen kannst, spielt das keine Rolle. Aber behalt den Kontakt der hinteren Ferse. Dann bring den linken Fuß wieder zurück. Und wir gehen noch einmal. Bring den rechten Fuß wieder nach vorne, mittig zwischen die Stuhlbeine. Linke Ferse ist die erste Priorität. Und dann zieh auch den rechten Oberschenkel, den äußeren Oberschenkel, zurück zur Hüfte. Und bring das rechte Bein wieder zurück. Und wir gehen noch einmal auf die linke Seite. Wieder behalt die rechte Ferse gedrückt. Linker Fuß geht vor, mittig zwischen die Stuhlbeine. Linker Außenoberschenkel zieht zurück. Und bring das linke Bein wieder zurück. Und dann gehen wir noch einmal mit dem rechten Fuß außerhalb der Matte. Mach wieder den großen Ausfallschritt nach vorne mit deinem rechten Fuß, wenn du kannst, in Linie mit dem Stuhlbein. Auf jeden Fall außerhalb der Matte. Halt aber die linke Ferse dabei gedrückt. Verlier nicht den Kontakt zum Block. Und komm wieder zurück mit dem rechten Fuß. Und ein letztes Mal noch die linke Seite. Bring den linken Fuß nach vorne. Halt die rechte Ferse gedrückt. Zieh den linken Außenoberschenkel in die Hüfte zurück. Häng nicht in den Schultern, heb dich raus. Und bring den linken Fuß wieder zurück. Geh nochmal in die deutliche Ausstreckung. Geh nochmal ganz deutlich in die Fersen. Bring die Sitzbeine hoch. Geh nochmal in die Hände. Bring die Sitzbeine zurück. Und dann bring die Füße wieder nacheinander nach vorne. Und komm nochmal in die passive Vorbeuge. So wie du es brauchst. Entweder die Unterarme auf dem Stuhl oder vielleicht die Hände, die an den Stuhlbeinen abwärts laufen. Was du jetzt brauchst. Lass den Kopf ruhen. Aber hab die Beine gestreckt. Oberkörper passiv, Beine vollkommen aktiv. Bring die Hände dann auf die Hüfte, atme ein und komm zum Stehen. Wir zeigen einmal ganz kurz, was als nächstes kommt. Betty kommt zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Und wir kommen aus dem Hund mit dem Kopf nach unten zu Trikonasana, dem Dreieck. Betty spiegelt jetzt, bringt den linken Fuß nach vorne. Der Fuß geht mittig zwischen die Stuhlbeine und sie platziert den Fuß so, dass er unter dem Stuhl verschwindet. Ja, genau. Wenn das für dich nicht möglich ist, hab den Fuß nicht so weit unter dem Stuhl. Dann platziert sie die linke Hand jetzt mittig auf der Sitzfläche und streckt den rechten Arm über unten zur Wand, nach oben hoch zur Decke.
und kipp die rechte Ferse vor den Block. Genau. Arme gehen in einer Linie. Ja, vielleicht nicht ganz so tief. Ja, genau. Linke Schulter geht runter. Gut, und dann geht der Arm wieder über oben zur Wand, runter zum Stuhl und sie kommt wieder zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Gut, dann kommen den Hund mit dem Kopf nach unten. Und dann gehen wir gemeinsam. Mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne zwischen die Stuhlbeine. Kipp die linke Ferse vor die Blöcke, so wie du es eben bei Betty gesehen hast. Versetz die rechte Hand mittig auf der Sitzfläche und streck den linken Arm nach unten, nach vorne zur Wand und bring ihn so nach oben. Zieh dich auf. Arme in einer Linie. Bring den Arm nicht ganz so weit zurück, Betty. Hab ihn mehr. Ja, genau. Halt den Blick in Linie des Brustbeins nach vorne gerichtet. Zieh die Schultern abwärts. Und bring den Arm über oben wieder zur Wand, zum Stuhl und mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück. Adho Mukha Svanasana. Drück nochmal deutlich von beiden Fersen. Und mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Mittig zwischen den Stuhlbeinen, kipp die rechte Ferse vor den Blöcken zum Boden. Versetz die linke Hand mittig auf der Sitzfläche und bring den rechten Arm über unten zur Wand nach vorne. Dreh dich auf. Linke Schulter runter. Rechtes Bein, linkes Bein gestreckt, beide Kniescheiben gehoben. Atme. Und bring den rechten Arm wieder zurück. Und komm zurück. Hund mit dem Kopf nach unten. Adho Mukha Svanasana. Beide Fersen drücken deutlich in die Blöcke. Streck dich zurück. Wir gehen von hier aus direkt weiter. Ihr bringt den rechten Fuß wieder nach vorne zwischen die Stuhlbeine. Diesmal nicht ganz so weit unter den Stuhl. Kippt die linke Ferse erneut zum Boden vor den Blöcken. Jetzt streckt ihr den linken Arm wieder nach unten aus. Bringt den linken Arm zur Wand. Streckt ihn wieder nach oben hoch. Linken Arm zur Wand, nach oben hoch. Und jetzt löst ihr die rechte Hand vom Stuhl und kommt in den zweiten Krieger. Virabhadrasana Nummer 2. Zieh den rechten Außenoberschenkel wieder in die Hüfte zurück. Bring das rechte Knie nach hinten. Drück es weg. Schneid die linke Außenfußkante. Und in einem großen Bogen bring die linke Hand wieder zurück und die rechte Hand auch wieder zurück zum Stuhl. Mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück und komm wieder zu Adho Mukha Svanasana. Der Hund mit dem Kopf nach unten. Dann mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne, zwischen die Stuhlbeine, nicht ganz unter den Stuhl, kipp die rechte Ferse vor die Blöcke, streck den linken Arm nach unten, zur Wand und nach oben und dann folgt dieser Bewegung und löst so die linke Hand vom Stuhl. Virabhadrasana Nummer 2, der zweite Krieger. Zieh wieder das linke Außenknie in die Hüfte zurück. Bring das linke Knie nach hinten, drück es nach hinten. Schneid die rechte Außenfußkante. Blick weich, entspannt. Und bring die Arme wieder in einem großen Bogen zurück zum Stuhl und komm zurück. Hund mit dem Kopf nach unten. Adho Mukha Svanasana. Drück deutlich beide Fersen. Drück beide Handfersen. Streck dich aus. Und bring die Füße nacheinander wieder zurück nach vorne. Und komm wieder in die passive Vorbeuge. Leg die Stirn, die Schädelkrone, leg das ab, was du ablegen kannst. Hab die Arme so platziert, wie du es brauchst. Oberkörper passiv, Stirn passiv, Beine aktiv. Öffne die Kniekehlen. Drück den Innenfuß. Komm langsam wieder zurück, komm wieder zurück zu Uttanasana, die konkave Vorbeuge. Und wir gehen weiter zu Parshvakonasana, dem langen Dreieck. Mach mit dem rechten Fuß wieder einen Schritt. Bring die Füße zurück, hab die Fersen platziert, hab die Hände platziert und bring den rechten Fuß nochmal so weit nach vorne wie gerade für den zweiten Krieger. Mittig zwischen den Stuhlbeinen, kipp dann die linke Ferse zum Boden. Wieder für den linken Arm von unten zur Wand nach oben hoch in einer ausladenden Bewegung. Wenn der Arm die volle Runde gemacht hat, löst die rechte Hand vom Stuhl, richte dich auf für den zweiten Krieger. Wieder ziehe das rechte Außenknie zurück
Und jetzt streck dich aber mit dem ganzen Oberkörper lang rüber und bring die rechte Hand wieder auf den Stuhl. Guck mal, wie weit du in Richtung Wand gehen kannst. Dann schau die linke Hand an. Dreh die linke Hand Innenfläche in Richtung Decke. In Richtung Decke. Dann nimm den Blick aber wieder nach vorne in Richtung Brustbein. Streck den Arm nach oben hoch und schau mal, ob du vielleicht den Arm in Richtung Wand ziehen kannst. Und bring den Arm wieder zurück nach oben. Richte dich wieder auf für den zweiten Krieger. Und bring die Hände wieder auf den Stuhl und mach einen Schritt zurück. Komm in den Hund mit dem Kopf nach unten. Immer wieder nutzt den Druck der Fersen. Dann bring den linken Fuß nach vorne, mittig zwischen die Stuhlbeine. Kipp die rechte Ferse vor die Blöcke. Für den Arm, den rechten Arm über unten zur Wand nach oben hoch. Dreh dich auf. Und dann, wenn die Drehung vollendet ist, lass die rechte Hand anführen und löst die linke Hand vom Stuhl. Mach das gerne flüssig. Und dann streck dich mit dem ganzen Oberkörper lang über das Bein rüber, setz die linke Hand auf dem Stuhl auf. Ihr seht schon, Betty könnte etwas weniger Höhe gebrauchen, aber das funktioniert auch so ganz gut. Und dann streck die Hand erst parallel zum Boden aus, schau die Hand an, dreh die Handinnenfläche erst nach vorne, noch nicht nach genau. Und dann führ den Arm nach oben hoch, nimm den Kopf in Richtung Brustbein. Wenn du musst, schau auch gerne die untere Hand an und dreh die Hand dann noch weiter aus in Richtung Wand. Und mit dem Schneiden der rechten Außenfußkante zieh den Arm lang raus in Richtung Wand. Die linke Schulter geht runter. Und bring den Arm wieder zurück nach oben. Richte dich noch einmal auf für den zweiten Krieger. Und dann bring die Hände wieder im großen Bogen zurück zum Stuhl. Und komm zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Streck dich zurück. Und dann mach mit dem rechten Fuß wieder einen Schritt nach vorne. Diesmal versetz den rechten Fuß etwas in Richtung rechtem Stuhlbein. Geh ruhig weit nach vorne, so weit wie du kannst. Und dann guck mal, ob du die Hände vom Stuhl lösen kannst. Und die Hände auf den Oberschenkel vielleicht nehmen kannst. Und vielleicht kannst du die Hände auch vom Oberschenkel lösen und neben dem Körper ausstrecken. Und bring die Hände wieder zurück zum Stuhl und bring das rechte Bein zurück. Vorbereitung für Virabhadrasana Nummer 1, der erste Krieger. Und dann bring den linken Fuß nach vorne. Wieder geh mit dem linken Fuß nicht ganz mittig zwischen die Stuhlbeine, sondern versetz den linken Fuß leicht nach links. Hab das Knie über der Ferse. Und dann schau, ob du die Hände vom Stuhl lösen kannst. Setz sie auf die Oberschenkel. Und vielleicht kannst du auch die Hände von den Oberschenkeln lösen. Wenn dein Rücken sich jetzt meldet, bleib lieber mit den Händen auf den Oberschenkeln und leicht nach vorne gelehnt. Schau, dass du dich aus dem Becken heraus aufrichtest. Bring die Hände dann zurück zum Stuhl und komm zurück in den Hund mit dem Kopf nach vorne. Wir gehen noch ein zweites Mal. Wieder, mach mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne. Diesmal kipp die linke Ferse leicht nach innen, aber halt sie im Kontakt zum Block. Dann bring die Hände, wenn du musst, auf die Oberschenkel. Wenn du kannst, löse dich mit den Händen vom Oberschenkel. Sei frei. Wieder zieh das rechte Außenknie in die Hüfte zurück. Läng die linke Wade in die Ferse. Bring die Arme dann zu Parshvahasta zur Seite. Dreh die Handinnenflächen zur Decke und streck die Arme nach oben aus. Streck hoch in die Kleinfingerseite. Und dann bring die Arme über die Seite wieder zurück. Und bring die Hände zum Stuhl und komm zurück zu Adho Mukha Svanasana, der Hund mit dem Kopf nach unten. Gut, dann bring den linken Fuß nach vorne. Genau, wieder nicht mittig, sondern leicht zum linken Stuhlbein versetzt. Kipp die rechte Ferse leicht nach innen. Zieh das linke Außenbein in die Hüfte zurück, schon jetzt. Und dann bring die Hände auf die Oberschenkel, wenn du musst, oder hab sie neben dem Körper ausgestreckt. Rechtes Bein gestreckt. Dann bring die Arme auf Schulterhöhe, dreh die Handinnenflächen zur Decke und streck die Arme nach oben hoch. Zieh die kleinen Fingerseite raus. Steißbein runter, Schambein hoch. Linkes Außenknie zurück. Und bring die Arme über die Seite wieder zurück, setz die Hände auf den Stuhl und komm noch einmal zurück zu Adho Mukha Svanasana, der Hund mit dem Kopf nach unten. Heb den Blick nochmal zu den Stuhlbeinen. Streck dich nochmal deutlich in die Fersen. Geh nochmal deutlich in die Handfersen. Mach den Rücken gerade. Bring die Sitzbeine zur Decke und in den Raum. Und bring die Füße nacheinander wieder nach vorne.
und leg die Stirn noch einmal ab. Entweder lauf mit den Händen abwärts an den Stuhlbeinen, sodass die Schädelkrone runterkommt, oder hab die Unterarme gegriffen. Und als letztes, komm in den weiteren Spreiz, wenn es für dich nötig ist. Haut der Stirn passiv, gerne die Augen geschlossen, Beine aber ganz gestreckt. Einatmend, ich strecke die Beine. Ausatmend, Oberkörper vollkommen passiv. Komm dann langsam wieder zurück. Und wir machen noch eine letzte Variation. Wir gehen direkt gemeinsam, kommen zu Uttanasana, der konkaven Vorbeuge, Außenfußkanten wieder parallel. Schau, dass die Füße nochmal deutlich mit allen vier Fußpunkten in den Boden hineinarbeiten. Drück von den Händen nochmal, zieh mit den Händen den Stuhl nochmal zu dir heran. Und dann komm noch einmal in den Hund mit dem Kopf nach unten. Streck dich zurück. Von den Handfersen geh zurück zu den Sitzbeinen. Von den Fersen geh hoch zu den Sitzbeinen. Gerne heb auch nochmal den Kopf, mach den Rücken nochmal ganz gerade. Wenn der Nacken sich jetzt zu stark gedrückt dadurch anfühlt, nimm den Kopf etwas mehr, nimm das Kinn etwas mehr zur Brustbein. Aber halt den Rücken so gestreckt. Halt das Brustbein so gehoben. Dann mach mit dem rechten Fuß wieder einen Schritt nach vorne, wieder leicht versetzt zum rechten Stuhlbein. Kipp die linke Ferse leicht nach innen, halt die Hände auf der Lehne und streck das rechte Bein aus. Komm zu Parshvottanasana. Linkes Außen, rechtes Außenbein zieht wieder in die Hüfte zurück. Linke Wade geht in die Ferse. Und wenn du kannst, schau mal, ob du mit den Händen weiter nach vorne laufen kannst. Wenn der Rücken jetzt rund wird, ist das nicht schlimm. Lass den Rücken jetzt gerne rund werden. Halt aber die Kniescheibe rechts gehoben. Wenn das zu viel ist, bleib gerne etwas höher. Und dann nimm die Hände entlang der Stuhlbeine, vielleicht nach unten. Lass den Rücken jetzt vollkommen rund werden. Genau. Oder lauf mit den Händen auch auf den Boden, weiter nach außen. Aber hab die Arme gebeugt. Und komm wieder zurück. Setz die Hände wieder auf dem Stuhl auf. Und mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück. Komm noch einmal zu Adho Mukha Svanasana. Dann bring den linken Fuß nach vorne. Hab den linken Fuß wieder mittig etwas versetzt zum linken Sitzstuhlbein hin. Kipp die rechte Ferse leicht nach innen. Halt den Widerstand der rechten Ferse auf den Block. Streck das linke Bein aus. Zieh das linke Außenbein in die Hüfte zurück. Zur Außenhüfte, um genau zu sein, zurück. Häng nicht in den Schultern, heb dich raus. Und dann, wenn du kannst, lauf mit den Händen weiter nach vorne. Wenn der Rücken jetzt rund wird, ist das nicht schlimm. Lass den Rücken ruhig rund werden. Aber halt die linke Kniescheibe gehoben. Wenn du kannst, lauf mit den Händen auch an den Sitzbeinen, an den Stuhlbeinen nach unten. Und lass den Rücken jetzt ganz rund werden. Wenn du möchtest, leg dein Kinn, deine Nase, deine Stirn auf dem Schienbein ab. Hab die Arme gebeugt. Bring die Hände wieder auf die Sitzfläche und komm zurück in den Hund mit dem Kopf nach unten. Ein letztes Mal, geh nochmal in den Druck der Fersen, geh in den Druck der Hände und dann bring die Füße wieder nacheinander zurück nach vorne und komm noch einmal in die passive Vorbeuge. Entweder mit den Händen, lauf wieder an den Stuhlbeinen abwärts und leg die Stirn oder die Kopfkrone ab, was jetzt für dich abwärts kommt. Oder hab die Ellenbogen gegriffen und leg die Stirn auf die Unterarme. Dann setz die Hände wieder auf die Hüfte, atme ein und komm zum Stehen. Tu den Stuhl und die Blöcke zur Seite.
Aber nimm dir doch wieder einen Block. Gut. Hab den Block parallel zur Wand und hab ungefähr 40 bis 50 cm Abstand zur Wand. Betty zeigt es erst einmal. Schau bitte erst zu, bevor du mitübst. Betty kommt mit dem linken Fuß auf, also sie jetzt auf dem linken, wir beginnen gleich mit dem rechten gemeinsam, mit dem Wandfuß auf den Block und ja, kommt zu Tadasana auf den Block. Ein Fuß ist auf dem Block, der andere Fuß ist frei. Sie hat die Innenfüße geschlossen, läuft mit der Hand entlang der Wand nach oben hoch, streckt den anderen Arm nach unten aus. Jetzt ist es wichtig, dass du die rechte Außenfußkante deutlich hochziehst. Das rechte Bein, die Ferse spreizt leicht ab, geht leicht zur Seite raus und dann führt die Ferse die Bewegung an und du spreizt das Bein so 40 bis 50 cm ab. Dann komm zurück, Betty. Komm bitte auf deinen Block. Bringt alle den rechten Fuß jetzt auf den Block. Hab die Innenfußkante mit der Kante des Blockes abgeschlossen, sodass der rechte Fuß mit dem Innenfuß gerade noch auf dem Block steht. Hab den linken Fuß frei. Lauf dann mit der rechten Hand entlang der Wand nach oben hoch. Hab Großziehbein und Innenferse geschlossen. Zieh die linke Außenfußkante hoch. Und dann nimm die linke Ferse etwas nach außen und spreiz das linke Bein ungefähr 50 cm, 40-50 cm vom Körper weg. Aber lass nicht zu, dass die Zehen nach außen zeigen. Lass die Ferse die Bewegung anführen. Linke Außenfußkante zieht ran. Rechter Innenfuß drückt. Deutlich. Haut im Gesicht weich. Haut in der Kehle weich. Haut am Bauch weich. Und wer unser erstes Video gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch einmal, wie wichtig es ist, die Mundwinkel gehoben zu halten, wenn er dabei an mich denkt. Und komm langsam wieder zurück. Und dreh dich einmal um. Wechsel. Linke Seite. Hab den linken Innenfuß mit dem Block abgeschlossen. Genau. Hab den rechten Fuß frei. Schließ Großziehband, Innenferse, lauf mit der linken Hand entlang der Wand nach oben hoch. Streck den rechten Arm nach unten. Rechte Außenfußkante zieht hoch. Jetzt nimm die rechte Ferse leicht nach außen. Und dann lass die Ferse die Bewegung anführen, wenn du das Bein abspreizt. Außenfußkante zieht hoch. Rechts. Linker Innenfuß drückt deutlich. Steiß runter, Schambein hoch. Lauf mit der linken Hand so hoch du kannst, aber strecke den linken Innenfuß runter. Ja, nochmal. Deutlich. Und komm zurück. Gut, wir machen es nochmal. Wechsel noch einmal. Bring den rechten Fuß wieder auf den Block. Wir ändern die Position der Füße aber. Hab jetzt die rechte Außenfußkante parallel zum Block. Hab die rechte Außenfußkante parallel zum Block. Genau. Hab die Großziehbeine geschlossen, aber hab die Fersen geöffnet, sodass die Außenfußkanten parallel zueinander stehen. Ja, genau. Wer sich unsicher ist, schaut einmal kurz bei Betty. Gut, und dann kommt zurück auf die Blöcke. Und wir gehen gemeinsam. Die rechte Hand geht weit nach oben, der linke Arm streckt nach unten, linke Außenfußkante zieht hoch, rechter Innenfuß drückt feste und spreizt das linke Bein ab. Noch mehr, rechter Innenfuß, rechter Innenfuß. Der rechte Innenfuß bringt dich weg von der Wand. Das Hochlaufen der linken Hand bringt dich wieder zur Wand. Spiel mit diesen beiden Unterschieden, mit diesen beiden gegensätzlichen Aktionen. Lauf mit der rechten Hand hoch. Rechter Innenfuß deutlich runter. Ganz deutlich. Du kannst auch gerne die Zehen heben in deinem rechten Fuß. Drück den Großziehbein, drück die Innenferse. Spür den äußeren rechten Oberschenkel. Spür den inneren rechten Oberschenkel. Und komm zurück. Gut, wechsel. Hab den linken Außenfuß parallel zum Block. Hab die großen Zehen geschlossen, die Fersen sind so weit geöffnet, dass die Außenfußkanten parallel sind. Der linke Arm läuft hoch, der rechte Arm streckt runter. Zieh die rechte Außenfußkante in die Hüfte hoch und spreiz das rechte Bein ab. Schau, dass die Zehen nicht nach außen zeigen.
Führe das rechte Bein nach außen, 50 cm. Und drück deutlich in den linken Innenfuß und lauf mit der linken Hand höher. Noch höher. Noch mehr Druck in den linken Innenfuß. Steiß Bein runter. Schambein hoch. Halt den Blick weich. Halt die Atmung weich. Schau, dass du dich nur dort anstrengst, wo es unbedingt nötig ist. Und das ist der linke Innenfuß, der muss drücken. Der rechte Außenfuß muss hochziehen. Die linke Hand muss hochlaufen. Die letzten Augenblicke. Bleib. Linker Innenfuß. Rechte Außenfußkante hoch. Noch höher. Und komm zurück. Gut. Dann hab beide Blöcke, leg die beiden Blöcke nebeneinander und verringere den Abstand zur Wand etwas, ungefähr auf 30 cm jetzt. Ne, vielleicht nicht ganz, ja genau, so 30 cm Abstand zur Wand und dann komm auf die Blöcke. Wir kommen zu Uttita Adha Bekasana, der halbe stehende Frosch. Wir schließen jetzt die Füße, mach gerne mit, üb direkt gerne mit. Und dann winkel dein rechtes Bein an, greif mit der rechten Hand den rechten Fuß. Genau, lass die Knie geschlossen, beug den rechten Arm, hab die Fingerspitzen der linken Hand an die Wand. Wer jetzt an den Fuß, wer gut so stehen kann, bleibt stehen, übt weiter. Die anderen schauen einmal her. Betty zeigt, was passiert, wenn man nicht den Fuß greifen kann. Ihr habt den Gurt und stellt über den Gurt die Verbindung zum Fuß her. Hab den Fuß auch hier nahe zu den Zehen platziert. Der rechte Arm ist wieder gebeugt. Die Knie sind geschlossen. Und kommt zurück. Auch die bereits geübt haben, kommen zurück, wechselt, bringt das linke Bein nach oben hoch, greift den linken Fuß. Hab die Knie geschlossen, der linke Ellenbogen ist gebeugt und zieht nach hinten und wieder drückst du vom Fuß in die vom Hand, ziehst du den Fuß ran und vom Fuß drückst du in die Hand. Und wer auch mit dem Gurt nicht zurechtgekommen ist, für den zeigt Betty auch noch eine Alternative. Alle anderen üben weiter. Hab dann den Stuhl, platziere den Stuhl hinter dir. Und leg den Fußrücken auf den Stuhl. Vielleicht stellst du für dich auch fest, dass der Stuhl etwas zu niedrig ist und du mehr Höhe haben könntest. Dann hol dir gerne mehr Höhe für den nächsten Durchgang. Fingerspitzen gehen dann beide an die Wand. Gut, wir kommen zurück, alle kommen zurück. Und dann gehen wir noch einmal, wir machen einen zweiten Durchgang. Hab die Hilfsmittel, die du jetzt brauchst, der halbe stehende Frosch. Schließ die Innenfüße, drück deutlich in beide Innenfüße abwärts. Du erinnerst dich an die Haltung gerade eben. Drück deutlich beide Innenfüße. Dann winkel das rechte Bein an, greif den rechten Fuß nahe zu den Zehen, beug den rechten Ellenbogen, drück vom Fuß in die Hand und zieh mit der Hand den Fuß ran. Drück mit den Fingerspitzen der linken Hand deutlich in die Wand, richte dich auf. Hab die Knie geschlossen. Wenn dein Rücken sich meldet, lehn dich vom Oberkörper etwas nach vorne. Aber versuch dich vom Becken immer wieder aufzurichten. Steißbein runter, Schambein hoch. Und wer kann, löst die linke Hand von der Wand und greift den rechten Fuß auch. Beide Ellenbogen sind jetzt gebeugt. Beide Ellenbogen ziehen nach hinten. Und der linke Innenfuß tritt deutlich runter. Starker Druck vom linken Innenfuß. Ganz deutlich. Und komm zurück, lass den Fuß langsam los. Drück wieder deutlich beide Innenfüße und wir kommen zur linken Seite. Winkel das linke Bein an, greif den linken Fuß wieder nahe zu den Zehen. Drück vom Fuß in die Hand hinein und mit gebeugtem linken Arm und nach hinten gezogenem linken Ellenbogen zieh den Fuß zu dir ran. Drück mit dem rechten Innenfuß deutlich in den Boden. Fingerspitzen der rechten Hand drücken in die Wand. Steißbein runter, Schambein hoch. Und auch hier, wer kann, greift auch mit der rechten Hand den Fuß.
Wenn du dadurch sehr instabil wirst, lieber lass die linke, rechte Hand an der Wand. Lieber nutz die Stabilität der Wand, um die Techniken zu arbeiten. Nur wenn du über diesen Punkt hinausgehen kannst und stabil bleibst in der Gleichgewichtshaltung, nur dann greift den Fuß. Immer wieder Steißbein runter und Schambein hoch. Und löst die Hände, lass den Fuß langsam gehen und komm aus der Haltung zurück. Für die nächste Haltung, Prasarita Padottanasana, hab zwei Blöcke und den Stuhl. Die Klötze sind ungefähr eine Beinlänge auseinander. Der Stuhl steht am vorderen Ende der Matte. Und du setzt die Hände auf den Stuhl und steigst auf die Blöcke drauf. Hab die Außenfußkanten parallel zueinander. Vielleicht ist das am Anfang etwas wackelig, hab die Füße auf jeden Fall so positioniert, dass du sicher stehst, ganz wichtig. Und dann löst die Hände vom Stuhl und richte dich auf. Komm zu Uttita Hastapadasana, das Stehen im weiten Spreiz. Gerne erst mit den Händen auf der Hüfte. Drück wieder von den Fersen deutlich runter. Und dann geh aber auch deutlich in den Innenfuß. Großzehbein, Innenferse. Zieh die Kniescheiben hoch. Dann löst die Arme und streck die Arme auf Höhe der Schultern aus. Spreiz die Finger auf. Schau einmal nach rechts. Ist die rechte Hand in Linie mit dem Unterarm? Ist die Oberseite der Hand vielleicht kürzer als die Unterseite der Hand? Korrigiere, mache beide Seiten gleich lang. Dann schau dir deine linke Hand an. Korrigiere auch hier. Überstrecken die Finger vielleicht. Und dann schau auch nochmal zu beiden Seiten. Sind beide Arme auf der gleichen Höhe? Ah, und jetzt beginnst du vielleicht auch schon dieses angenehme Ziehen an den Innenseiten deiner Beine wahrzunehmen, an der Außenhüfte wahrzunehmen. Blick entspannt, Mundwinkel gehoben, Kehle weich, Bauch weich. Bleib, atme. Und spüre die Innenknöchel, die Innenfersen und die Großzehballen. Und drück sie deutlich abwärts. Ganz deutlich. Dann bring die Hände zurück auf die Hüfte. Atme ein, heb den Blick nach vorne. Bleib so stabil von den Beinen und streck dich für die konkave Vorbeuge nach vorne aus. Komm in das konkave Prasarita Padottanasana. Bring die Hände noch nicht auf den Stuhl. Wenn du kannst, komm mit dem Oberkörper parallel zum Boden. Blick gehoben. Wenn dein Nacken jetzt eng zieht, kurz wird, gerne nimm das Kinn etwas zur Brust. Aber halt das Brustbein gehoben. Heb das Brustbein nach vorne. Drück die Oberschenkel nach hinten. Nimm diese revitalisierende Wirkung auf die Beine wahr. Und bring die Hände zurück zum Stuhl. Setz die Hände auf. Und dann komm in deinem Rhythmus von den Blöcken runter. Stell den Stuhl einmal zur Seite, tu die Blöcke zur Seite und leg dich auf den Rücken mit angewinkelten Beinen. Wir kommen zu einer Variante von Ekapada Rajakaputasana. Der Königstau, eine angedeutete Variation. Hab die Füße ungefähr hüftweit geöffnet, dann winkel deinen Nimm deinen rechten Außenknöchel auf das linke Knie. Genau, hab den rechten Fuß passiv. Vielleicht ganz leicht, streck vom Außenknöchel zum kleinen Zeh. Nimm die rechte Hand und schieb das Knie von dir weg. Bring das Knie in Richtung Wand. Das Knie sollte jetzt vollkommen in Ordnung sein. Wenn du merkst, dass das Knie
die Probleme macht, geh vom Außenknöchel rechts noch mal mehr zum kleinen Zeh. Gerne auch nimm die Hand noch mal etwas tiefer am Oberschenkel. Das können gerne alle machen. Und dreh den Oberschenkel selber noch ein bisschen mehr aus. Und beweg das Knie zur Wand. Und komm zurück, stell das rechte Bein auf. Und bring den linken Außenknöchel auf dein rechtes Knie. Dann nimm wieder die linke Hand zur Hilfe, erst auf dem Knie. Schau, dass der linke Fuß passiv ist. Läng vom linken Außenknöchel zum linken kleinen Zeh und schieb das Knie weg von dir. Und dann gerne platziere die Hand auch nochmal mehr am Oberschenkel. Und schieb das Knie zur Wand. Und vielleicht merkst du jetzt den äußeren Oberschenkel etwas in der Dehnung. Die Gesäßmuskeln in der Dehnung. Und komm zurück, stell den linken Fuß wieder auf. Wir kommen noch einmal zur rechten Seite, winkel das rechte Bein an. Wieder der Außenknöchel auf dem Knie. Dann mit beiden Händen greif die Rückseite des linken Oberschenkels. Heb den linken Ferse hoch. Heb die linke Ferse hoch. Und zieh die Arme in die Schulter zurück, heb das Brustbein. Und jetzt, wenn diese Variation für dich nicht funktioniert, mach nochmal die vorhergehende Variation. Wenn du das linke Bein gut so halten kannst mit deiner linken Hand, löst die rechte Hand, drück vom Oberschenkel weiter in die Hand hinein, also von deinem linken Oberschenkel drück weiter in die linke Hand und schieb mit der rechten Hand das Knie weg. Rechter Fuß passiv, rechter Außenknöchel streckt in Richtung kleinen Zeh, ganz, ganz leicht. Und bring das Bein wieder zurück, komm zurück, hab die Füße wieder hüftweit geöffnet, hab sie auf den Boden aufgestellt und bring das linke Bein nochmal auf das rechte Bein. Dann greif mit den Händen die Rückseite des rechten Oberschenkels und heb die rechte Ferse hoch. Zieh das Bein zu dir hin. Nimm die Arme in die Schultern zurück, heb das Brustbein. Wer kann, löst die linke Hand, drückt dabei weiter mit dem rechten Oberschenkel in die rechte Hand und schiebt mit der linken Hand das Knie weg. Bleib. Und komm zurück. Und wir machen noch einmal die rechte Seite. Wer das Vorhergehende gut konnte, macht gerne das Vorhergehende nochmal. Wer kann, macht gerne das nächste jetzt auch wieder mit. Dann greif wieder den linken Oberschenkel mit beiden Händen, zieh das linke Bein wieder zu dir ran und dann schau doch mal, ob du das linke Bein nach oben hin ausstrecken kannst, senkrecht zur Decke. Genau. Und guck mal, ob du aus Kraft der Hüfte das rechte Knie zur Wand bringen kannst. Drück den Oberschenkel in die Hände. Bring das rechte Knie zur Wand. Und wenn du kannst, greif das linke Bein vielleicht sogar oberhalb des Fußes. Und dann leg dich auf den Boden ab. Und greif wieder unterhalb des Fußes. Winkel das linke Bein an, stell es auf und bring das rechte Bein zurück. Dann noch einmal die linke Seite, bring den linken Außenknöchel auf dein rechtes Knie, hab den linken Fuß passiv, greif wieder den rechten Oberschenkel, die Oberschenkelrückseite und dann streck das rechte Bein nach oben aus. Bring das linke Knie aus Kraft der Hüfte zur Wand. Vom linken Außenknöchel lenk zum linken kleinen Zeh und drück den rechten Oberschenkel weg von dir, in die Hände hinein, als Gegengewicht zu dem linken Knie, das zur Wand geht. Und wenn das gut funktioniert, schau doch mal, ob du vielleicht auch oberhalb des Fußes greifen kannst. Und leg dich wieder nach hinten ab. Linkes Knie zur Wand. Und
Komm zurück. Winkel das rechte Bein an. Stell den rechten Fuß auf, stell das linke Bein auf. Spür einen Augenblick nach. Und dann roll auf die rechte Seite und komm mit dem Druck der linken Hand hoch. Hab jetzt eine, wir kommen zu Baddha Konasana mit dem Rücken an der Wand und hab eine Decke dafür. Falte diese Decke entlang der langen Seite einmal, schlag sie einmal über, also hab eine zweifach gefaltete Längsdecke und leg die Decke senkrecht zur Wand. Gut, dann setze ich mit dem Rücken an die Wand, auf die Decke. Ah, Entschuldigung, den Stuhl habe ich natürlich vergessen. Hab den Stuhl bitte. Hab den Stuhl griffbereit. Dann setze ich mit dem Rücken wieder an die Wand. Bring das Kreuzbein an die Wand. Hab die Beine erst nach vorne gestreckt. Winkel dann dein rechtes Bein an, greif mit der rechten Hand ins Innenknie, zieh das Knie weit nach außen, greif mit der linken Hand den Fuß und nimm den Fuß heran. Und dann wiederhole auf der linken Seite. Greif mit der linken Hand ins Innenknie, zieh mit der rechten Hand den Fuß ran und schließ die Fußsohlen zueinander. Gut, und dann platziere genau Kreuzbein nochmal an der Wand. Und wenn du das Kreuzbein so an der Wand positioniert hast, setz die Hände nochmal neben dir auf. Oder anders, hab erst den Stuhl. Hab erst den Stuhl. Nimm den Stuhl. Bring den Stuhl in Kontakt zu den Schienbeinen, die Stuhlbeine. Und dann setz die Hände auf dem Stuhl auf. Drück von den Händen in den Stuhl und läng das Steißbein nochmal in Richtung Fersen. Drück die Fersen. Und drück von den Händen in den Stuhl ab. Blick weich, Kehle weich, Bauch weich. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass der Stuhl die Öffnung der Hüfte etwas behindert, dann schieb den Stuhl gerne etwas nach vorne, 1-2 cm. Wenn du merkst, dass deine Knie sehr hoch kommen und du gar nicht so sitzen kannst, dann zeigen wir dafür noch eine Alternative. Die anderen bitte bleiben so sitzen und üben weiter. Wir doppeln die Decke einmal, wir schlagen sie einfach einmal über und dann setzt du dich auf diese gedoppelte Decke und hast die Füße auf dem Boden. Der Stuhl ist aber auch hier in deiner Nähe. Schließ wieder die Füße zueinander, hab die Fußsohlen geschlossen, hab den Stuhl erneut vor dir und bring die Stuhlbeine wieder in Kontakt zu den Schienbeinen. Drück von den Fersen. Streck die Haut am Steißbein abwärts und bring sie nach vorne in Richtung Fersen. Drück von den Händen runter in den Stuhl. Blick weich, Zunge weich, Bauch weich. Und bleib jeden Augenblick lang verbunden mit dem Druck der Fersen. Spüre, was das in deiner Hüfte macht, in den Knien macht. Wir lösen dann wieder auf, stell den Stuhl zur Seite, greif mit der rechten Hand das rechte Schienbein, streck das rechte Bein nach vorne aus und wiederhole auf der linken Seite. Wir kommen als nächstes zu Upavishta Konasana, das Sitzen im weiten Spreiz. Dafür habt den Stuhl, falte die Decke nochmal auf die breite Art und Weise und habt gegebenenfalls ein oder zwei weitere Decken griffbereit. Dann setz dich so auf die Matte, dass du die Beine nach vorne
vorne strecken kannst, nach vorne und außen wegstrecken kannst und du die Fersen noch auf der Matte hast. Wenn das dieser Sitzen in dieser Weite für dich nicht möglich ist, setz dich so weit nach hinten, dass die Fersen wieder auf die Matte kommen. Und wenn du dich dann nicht aufrichten kannst, hab die Decke, zieh dir die Decke an. Aber hab die Fersen ruhig am vorderen Rand der Matte platziert. Gerade wenn du öfter zu Hause alleine übst, ist die Ausrichtung immer wieder sehr wichtig. Deswegen schau, dass die Fersen wirklich im gleichen Abstand zueinander sind. Und wenn eine Decke nicht reicht, hab eine zweite oder eine dritte Decke. Dann nimm dir erneut den Stuhl. Bring den Stuhl nochmal ganz dicht an dich ran, sodass die Stuhlbeine wieder die Oberschenkel berühren. Na, streck die Arme nach vorne aus und drück von den Händen runter in den Stuhl. Und jetzt schau mal, ob du diesen Kontakt, den die Stuhlbeine an den Oberschenkeln hast, wahrnehmen kannst. Und dann auch von dieser Stelle aus vorstreckst in die Innenfersen. Blick weich, Zunge weich, Bauch weich. Schau, dass Schambein und Kreuzbein parallel zueinander stehen und senkrecht zum Boden bleiben. Halt die Schultern über den Hüften. Halt den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Zehen senkrecht, die zweite und dritte Zehe vor allen Dingen senkrecht zum Boden. Und dann drück die Ansätze der Oberschenkel runter in den Boden. Drück von den Händen runter in den Boden. Richte dich ganz deutlich auf. Upavishta Konasana. Als aufrechte Variante. Das Sitzen im Weitenspreiz. Wir kommen dann von hier aus auch in die volle Haltung. Von hier aus schieb den Stuhl, wenn du kannst oder musst, etwas nach vorne. Und greif die Ellenbogen und leg die Stirn auf den Unterarm. Wer das machen kann, macht das. Wer vielleicht noch etwas Höhe unter den Unterarmen braucht, damit der Kopf ablegen kann, hat vielleicht dann die zweite Decke oder vielleicht auch die Blöcke auf dem Stuhl. Und für wen das immer noch zu wenig Höhe ist, der dreht den Stuhl, oder diejenige von euch dreht den Stuhl einmal um. Und verschränkt die Arme auf der Lehne. Und leg die Stirn dann auf den Unterarm ab. Blick weich, Kehle weich, Bauch weich. Die Haut der Stirn entspannt in Richtung Nase. Die Augen gerne geschlossen. Oberkörper wieder vollkommen passiv. Aber die Beine ganz aktiv. Die Oberschenkelansätze drücken in den Boden. Innenferse streckt weg. Die Augen sich dann langsam wieder öffnen. Richte dich wieder auf, stell den Stuhl zur Seite und greif mit den Händen in die Innenknie und bring die Beine gestreckt nach vorne. Und wir kommen als nächstes zu Dandasana und Paschimottanasana. Hab wieder drei Deckengriff bereit, hab den Stuhl bitte wieder und setz dich längs deiner Matte. Dandasana, die Stockhaltung. Du sitzt mit gestreckten Beinen gerade auf dem Boden. Wenn das für dich jetzt ohne weiteres möglich ist, hab keine weitere Höhe, sondern sitze so. Wenn du merkst, du kannst dich vom unteren Rücken her nicht aufrichten und du sinkst nach hinten, dann hab mindestens eine Decke, vielleicht sogar zwei oder auch drei Decken
unter dem Gesäß. Hab dann den Stuhl wieder vor dir. Nimm die Füße so weit auseinander, dass die Füße, die Beine, die Waden in Kontakt zu den Stuhlbeinen kommen. Setz die Hände wieder auf dem Stuhl auf. Schieb die Fersen weg von dir. Spreiz die Fußsohle vom Großzehballen zum Kleinzehballen auf. Drück mit den Waden den Stuhl nach außen. Drück die Oberschenkelansätze wieder in den Boden. Und drück von den Händen in die Sitzfläche. Und dann mach alles auf einmal. Heb dich raus. Und dann gehen wir von hier aus zu Paschimottanasana, der Vorbeuge im Sitzen. Schieb den Stuhl etwas weiter nach vorne. Schau, was für dich nötig ist oder möglich ist. Und wieder leg die Stirn auf dem Stuhl ab. Gerne die Unterarme gegriffen. Und nicht nur gerne, sondern hab die Ellenbogen gegriffen, hab die Unterarme übereinander abgelegt. Hab die Stirn auf den Unterarmen. Von den Beinen drück gerne wieder nach außen in den Stuhl. Die Beine sind voller Leben, ganz gestreckt. Bei Betty kommt das jetzt, wie ihr seht. Wenn ihr gerade schaut, kommt es genauso hin, dass sie mit dem Fuß auch gegen die Strebe gehen kann. Das hängt von deiner Kapazität der Vorbeuge ab, von deinen Möglichkeiten in der Vorbeuge ab, von deiner Beinlänge ab, von deiner Oberkörperlänge ab. Wenn das so für dich passt, ist das gut. Das muss aber nicht. Entspann die Schultern weg vom Nacken. Entspann die Haut der Stirn in Richtung Nase. Und auch hier gilt wieder, wenn du die Stirn nicht ablegen kannst, hab mehr Höhe unter den Unterarmen. Oder aber dreh den Stuhl noch einmal rum und hab die Unterarme auf der Lehne abgelegt. So wie du es im weiten Spreiz im Sitzen vorhin gesehen hast. Lass die Arme lieber gegriffen. Lass die Ellenbogen lieber gegriffen, Betty. Ruhige, gleichmäßige Atemzüge. Lass den Oberkörper sich vollkommen entspannen, aber drück von den Oberschenkelansätzen abwärts und hab die Beine gestreckt. Der nächste Ausatmung etwas tiefer werden, öffne deine Augen und komm zurück zum Sitzen. Richte dich auf. Und wir kommen als nächstes zu Chatushpadasana. Wir üben mit Stuhl. Hab den Stuhl wieder mit der Lehne an der Wand stehen, wie zu Beginn der Stunde. Und hab zwei Decken. Leg die beiden Decken übereinander und hab die Decken in einem Abstand von 2 Handbreit zum Stuhl. Gut, dann schau noch einmal her. Betty zeigt es einmal. Sie legt sich auf den Rücken, hat die Schultern auf den Decken und den Kopf auf den Boden. Der wichtigste Abstand, den du ausmessen musst, ist der Abstand der Schultern zur Vorderkante der Decken. Die Daumenlänge, Abstand vom Schulterdach zur Deckenkante. Wenn dieser erste Abstand stimmt, streck dir die Arme nach hinten aus und greif die Stuhlbeine. Bei Betty passt es jetzt gerade nicht. Sie muss etwas näher heranrutschen. Dafür kommst du über die Seite hoch, zieht die Decken etwas näher ran zum Stuhl. Genau, ihr seht, diese 2 Handbreit sind ein grobes Maß, das nicht unbedingt immer für alle gilt. Wieder zuerst die Daumenlänge Abstand
Und dann, wenn der Abstand stimmt, greift ihr mit den Armen hinter euch die vorderen Stuhlbeine. Gut, dann kommt in die Haltung. Und dann setzt die Füße an der Kante der Sitzfläche auf. Halt die Stuhlbeine feste gegriffen. Drück von den Fersen die Sitzfläche runter in den Boden und heb das Becken hoch. Wenn du die Fersen vorne nicht einsetzen kannst und das Becken dann nicht hochbekommst, nimm die Füße auf die Lehne links und rechts. Roll die Schultern unter den Körper. Die Schulterdächer unter den Körper. Nimm den Daumen mit zum Zeigefinger. Und drück von dem Oberarm runter. Drück von den Fersen. Steißbein lang in Richtung Kniekehl. Schambein zum Brustbein. Atme. Die Haut der Kehle weich. Und komm zurück. Wenn du den Kopf jetzt nicht so ohne weiteres auf den Boden lassen kannst, hab einen Block. Nimm dir den Block unter den Kopf. Während wir kurz verschnaufen. Und dann machen wir aber auch schon den zweiten Durchgang. Wenn du den Block genommen hast, tu den Block weg. Greif dann die vorderen Stuhlbeine. Setz die Füße gerne wieder an der vorderen Sitzflächenkante ein und drück die Fersen, heb das Gesäß hoch. Drück die Oberarme wieder deutlich runter in den Boden. Drück die Fersen. Lass die Knie nicht auseinandergehen. Halt die Knie hüftweit. Halt die Außenknie hüftweit. Halt das Steißbein wieder lang hochgezogen zu den Knien. Und zieh vor allen Dingen mit dem kleinen Finger. Versuch die Haut zwischen den Oberarmen hochzuheben zum Steißbein. Heb die Haut des Rückens hoch. Schieb das Hinterhaupt weg von dir. Weg von den Schultern. Atme. Zurück. Wenn du musst, hab wieder den Block, um den Kopf noch einmal zu stützen. Und dann machen wir einen letzten Durchgang. Greif noch einmal die Stuhlbeine. Wieder setz die Füße ein und komm in die Haltung. Chaturpadasana. Der Vierfußstand. Alle Finger greifen die Stuhlbeine. Mit dem kleinen Finger ziehst du vor allem die Stuhlbeine zu dir hin. Drück die Oberarme abwärts, vor allem den äußeren Oberarm. Drück runter. Den inneren Oberarm heb hoch. Also der Teil der Oberarme, der jetzt zueinander zeigt, heb die hoch zur Decke. Der Teil der Oberarme, die nach außen zeigen, drück die runter in den Boden. Drück die Außenschultern runter. Zieh die Haut zwischen den Oberarmen hoch. Und die ganze Zeit bleib von den Fersen aktiv. Drück die Fersen. Steißbein lang in Richtung Kniekehl. Ganz lang. Und heb das Becken wirklich hoch. Bring das Gewicht richtig auf die Schulter. Komm über diesen Punkt des Komforts hinaus. Die letzte Haltung. Geh nochmal ganz deutlich in das Heben des Gesäßes. Letzten Augenblicke. Und dann mit langem Steißbein leg das Gesäß wieder zum Boden ab, komm zurück. Und roll auf die Seite. Und komm hoch. Wir kommen zur Entspannung, Shavasana. Wir haben dafür eine zweifach gefaltete Längsdecke.
Eine Decke für den Kopf. Und den Stuhl mit der dritten Decke auf der Sitzfläche. Nimm den Stuhl dann ein Stück weit weg von der Wand. Setz dich 2 bis 3 Finger breit vor die Decke. Und dann leg dich nach hinten ab. Genau. Jetzt musst du erst den Abstand des Stuhles richtig finden. Zieh den Stuhl so weit heran, dass die Kniekehle gestützt ist und dass die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Vielleicht musst du nochmal hochkommen dafür, vielleicht kannst du das auch im Liegen machen. Hab dir auf jeden Fall die Kniekehle gestützt. Dann ziehe die Kopfdecke bis an die Schultern heran. Vielleicht brauchst du die Kopfdecke auch etwas dicker, falte sie dann noch einmal. So wie du es brauchst. Und dann nimm deine Hände noch einmal, setz deine Hände nochmal an die Lende und streich von da aus die Haut abwärts, streich die Gesäßhälften abwärts aus in Richtung Stuhl, sodass der Unterrücken nochmal ganz lang ist. Wenn du jetzt merkst, dass die Decke da im unteren Rücken etwas drückt, dann versuch vielleicht nochmal etwas nach vorne, also etwas zum Stuhl oder etwas vom Stuhl wegzurutschen. Find den optimalen Abstand, sodass der Unterrücken wirklich gut gestützt ist, sich satt gestützt anfühlt. Bring die Arme jetzt zur Seite, ruhig im 45-Grad-Winkel zur Seite und schraub die Schultern nochmal unter den Körper. Und dann lass von den Beinen vollkommen los, lass von den Armen vollkommen los und erlaub den Augen sich zu schließen. Blick vollkommen passiv und über dieses erste Loslassen der Extremitäten, der Haut im Gesicht, dem Schließen der Augen, komm an in diesem Shavasana. Nimm die Lagerung wahr. Nimm die Stütze unter den Unterschenkeln wahr. Nimm die Erhöhung des Oberkörpers wahr. Nimm die Kopfdecke wahr. Wenn dann noch etwas nicht hundertprozentig stimmt, korrigiere es jetzt. Und ansonsten nutzt die Zeit, um ja, zuzulassen, dass der Innenkörper, der innere Körper sich zur Ruhe legen kann, ablegen kann, ankommen kann in der Haltung. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal zu deinen Füßen. Entspann den gesamten Fuß im Fußgelenk. Lass die Zehen sich entspannen. Die Fußober- und Unterseite lass sich entspannen. Lass die Haut am Schienbein los. Spür die Schwere der Wade auf der Decke. Spür die Stütze in der Kniekehle und entspann die Haut in der Kniekehle von innen nach außen. Lass die Haut an den Oberschenkeln abwärts sinken in Richtung Boden. Lass die Oberschenkelknochen abwärts sinken in Richtung Boden. Spür das Kreuzbein, spür das Becken auf dem Boden. Und ganz bewusst erlaubt dem Becken sich in die Breite hinein zu entspannen. Komm dann zu deinen Schultern und deinen Armen. Entspann die Arme aus den Schultern heraus in Richtung mit dem Mittelfinger. Lass die Schlüsselbeine und lass die Schulterblätter sich voneinander weg entspannen.
vollkommen entspannt, der Oberarm, der Unterarm, der Handrücken schwer auf dem Boden, die Handinnenfläche ganz sanft geöffnet, die Finger natürlich gekrümmt. Spür den Raum zwischen deinen Fingern. Komm dann zum Raum zwischen deinen Augenbrauen. Und lass die Augenbrauen sich voneinander weg entspannen. Spür die Weite und die Breite, die in diesem Raum entsteht. Lass die Haut und der Stirn selber los. Der Haaransatz entspannt. Die Haut an den Schläfen entspannt, sodass der ganze obere Teil des Gesichtes loslässt. Die Augenlider sanft von oben nach unten geschlossen, die Augenwinkel gelöst, die Haut an der Nase weich, Haut auf den Wangenknochen weich, die Ohren entspannt, die Ohrläppchen entspannt. Der Mund ganz weich geschlossen, die Zahnreihen entspannt, die Zunge entspannt im Unterkiefer ist. Die ganze Kiefermuskulatur, die loslässt. Lass dann auch die Haut am Kinn und an der Kehle gehen. Und nimm dich noch einmal im Liegen wahr. Nicht mehr in dieser Detailgenauigkeit. Eher als ob du so 50, 60 Zentimeter von dir entfernt stehen würdest und dich im Ganzen siehst. Shavasana.
Nächste Ausatmung kann etwas tiefer werden. Bleib danach ganz normal weiter. In deinem eigenen Rhythmus bring jeweils mit einer Einatmung die Hand zurück zum Körper. Bewegung des Körpers, die Wärme des Körpers. Schleift dann die Beine nacheinander heran, streckt den rechten Arm über dem Kopf aus und roll auf die rechte Seite, sodass deine Schläfe auf dem Oberarm zum Ruhen kommt. Blick Richtung Boden, erlaubt den Augen sich zu öffnen. Wenn die Augen sich dann vollkommen geöffnet haben, komm vom Druck der linken Hand zum Sitzen. Namaste.